Hallihallo, liebe Leute, willkommen zurück zu Somcard und einem weiteren Video von Smalllands. Und ja, beim letzten Mal haben wir so ein bisschen das Spiel kennengelernt und haben uns auch so eine Mandibel-Dinger geholt von solchen Bulldoggen-Ameisen. Das sind die Fühler von denen. Und jetzt kann ich mir sozusagen auch mal... Oh, man sieht hier so schön, es ist eine Motte, ne? Die kommen eigentlich nachts. Und am Tage sind die Schmetterlinge da. Ja, ist gerade Nacht zu Ende. Ich habe auch, bevor wir ausgemacht haben, habe ich auch nochmal geschlafen schnell. Und ja, wir bauen uns jetzt diese Spitzhacke, damit wir Stein abbauen können. Denn durch Stein können wir halt unsere Rüstung auch wieder aufwerten. Und genau, das machen wir jetzt hier. Mein lieber Spitzhacke, wunderbar. Jetzt kann ich also auch Stein ernten. Das ist super. So, zack. Mal gucken, reparieren. Das Holzschwert reparieren, so repariert man das nämlich über die schöne Werkbank. Und ich habe die Befürchtung, weil ich hier nämlich Stein brauche, ich habe echt die Befürchtung, ich kann nämlich die, weil wir haben letztes Mal jemanden gefunden, der konnte uns neue Rüstung bauen. Ja, so ist das so, also man kann hier ein bisschen Rüstung selber bauen oder man findet Leute, die eine Rüstung bauen. Und da ich hier aber Stein brauche, der Typ uns eigentlich eine Steinrüstung herstellen konnte, denke ich mir bald, dass ich durch so ein Upgrade meine Rüstung, die ich jetzt habe, verstärken kann. Na? Also na, genauso bauen könnte, als würde er mir so seine Steinrüstung bauen. Deswegen testen wir jetzt das gleich mal aus. Wir holen uns mal Stein. Und ich denke mal, das wandelt sich dann um zu einer Steinrüstung. Habe ich so die Befürchtung. Wir werden sehen. Wir gehen jetzt mal am Strand, weil am Strand war nämlich ein bisschen Stein zu holen. Ja, wir gucken mal. Man muss hier echt aufpassen. Ja, hier lauern Gefahren wirklich in jeder Ecke. Man muss hier echt richtig aufpassen. Da, da kommt schon die erste. Ah ne, es ist so ein kleines Vieh. Okay. Einfach aus Prinzip draufhauen. Und dann dauert das auch noch so ewig. Das ist nur ein ganz kleiner Stein, aber man kriegt schon drei raus, okay. Oh, bin ich gerade erschrocken, was das war. Aber das war so ein scheiß Flügel von... Mann. Erschreck mich doch nicht, ey. Tch. Aber man kann trotzdem hier nie wissen, was hier auf einen wartet. Ne? Das ist schon echt heftig, was hier so zustande kommt. Schon wieder... Gut, aber mittlerweile sind die One-Shot hier oder One-Schlag. One-Schlag. Aber egal welcher Stein ich abernte, ich kriege irgendwie immer nur drei raus, oder? Hm. Okay, aber egal. Wir haben fünf Stück. Wir können zwei Rüstungen sozusagen verstärken. Da drüben ist nochmal. Jetzt muss ich bloß gucken, ob ich da rüber komme. Weil die Strömung ist ja doch schon ganz schön. Aber geht noch. Okay. Geht noch. Aber mich hat es verwundert, dass beim letzten Mal der Grashüpfer uns nicht angegriffen hat. Da ist er schon wieder. Wenn man vom Teufel spricht, also er greift uns nicht an, obwohl eigentlich Grashüpfer eigentlich auch kleinere Insekten eigentlich angreifen. Hm. Egal, wir können froh sein, dass er uns nicht angreift. Okay, jetzt haben wir erstmal Dings, 22 Stein, das sollte für 4 Rüstungsteile reichen. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was jetzt passiert. Ob es eine Steinrüstung wird oder ob es nur eine normale Rüstung, dann plus 1 dasteht. Oh ey, das ist gemein. Junge, das war gerade richtig gemein.
Bliebe da an so einer blöden Ecke hängen, also wirklich. Selbst wenn man nicht schwimmen kann, man kann doch wohl mal ein bisschen paddeln, also. Oder? Also, weiß ich jetzt nicht. So Harz und sowas gibt es hier relativ viel. Springen wie eine Gazelle kann ich auch. Das geht. Aber schwimmen kann ich nicht. Ups. Guck mal, wie hoch ich springen kann. Hallo? Das ist schon heftig. Aber schwimmen kann ich nicht. Also, naja. Egal. Nicht drüber nachdenken. Ich glaube, wir machen noch mal ein bisschen hier zwei so eine Teile hier. Eine Fackel. Ich glaube, wir machen auch mal eine neue Fackel. Falls nämlich die nämlich kaputt geht. So. Und jetzt gucken wir mal. Upgrade oder reparieren. Auch mal alles nochmal schön reparieren. So. Upgrade. Wir gucken mal. Ich bin gespannt. Ah, okay. Es ist nur eine +1-Rüstung. Okay, also es ist nur eine normale Rüstung, die er einfach nur ein Level drauf kriegt. Okay, ich dachte, ich krieg jetzt dafür Dings. Oh, Reptilien auch noch. Reptilien, Chitin. Chitin klingt so nach Spinne. Reptilien klingt so nach Eidechse oder sowas. Da bin ich echt gespannt. Okay, aber wir sind gestärkt. Bauen nochmal kurz hier und dann holen wir uns. Verbände haben wir jetzt auch. Und dann holen wir uns die Rüstung. Ich nehme alles mit und dann gehen wir wieder hin zu den Typen. Wir speichern mal. Speichern. So, und jetzt gehen wir uns eine neue Rüstung holen bei diesem Kalif. Sollte eigentlich gut laufen. Jetzt sollte ich eigentlich, wie gesagt, ein bisschen mehr Dings hier haben, ein bisschen mehr Verteidigung. 9 Kälteschutz und 8 Schutz, ja. Sollte gut sein. Wir gucken mal. Level habe ich noch keins, oder? Doch, ich habe sogar neues Level. Genau, man kann hier wirklich nur aufsteigen mit den Punkten. Das Höchstlevel, was man selber hat. So, Geschwindigkeit ist immer wichtig. Vor allen Dingen hier muss ich echt schnell rennen. Ich bin gespannt, was diese Rüstung kann, wie viel die aushält und. Primitives Beil muss ich auch noch bauen, da brauche ich aber Chitin. Und wie ich das bekomme, ist immer so eine Sache, ey. Was mir gerade auffällt, kann ich da eigentlich nicht eine Brücke rüberbauen? Da, mein Hammer ist schon wieder weg. Tu dir jetzt mal meinen Hammer wieder aussortieren hier. So, 5. Jetzt gucke ich mal, kann ich nicht so ein Dings bauen? Ah, stimmt ja. Ich kann auch eine Säge bauen. Oh, habe ich ganz vergessen. Steinschneider, stimmt. Da kann ich doch bestimmt neue Waffen bauen. Das Bett habe ich, das habe ich. Ruhe, Fundamente. Genau, wir gucken mal. Kann ich hier Fundament bauen? Bestimmt. Oh nein, lass mich doch in Ruhe. Man kann nicht mal hier kurz was gucken hier. Ich will doch bloß was gucken. So, Bauwerk, Fasern und Holz. Oh, das geht mir echt auf den Sack, ey. Dass hier immer wieder Viecher kommen und ich nicht mal hier in Ruhe was bauen kann, ne? Schon nervig. Die kommen ja immer mehr. Lass mich doch in Ruhe. Brauche irgendwie Holz. Wo ist Holz? Da drüben ist irgendwie Holz. Die Frage ist halt, ob sich das jetzt lohnt, das zu bauen, ne?
Ob es nicht schneller wäre, aber ja, gut, ich ertrinke fast immer, ne? Ich denke mal schon, dass sich das lohnen würde. Aber wenn ich so zum Beispiel jetzt eine Brücke baue, ist das bestimmt cool. Platzierungsoption, okay. Das denke ich mal, wird schon cool, wenn ich das mache. Soldat. So. Primitives Beil, primitives Beil. Ist doch primitives Beil. Nee. Okay. Kann ich also da nichts abernten? Okay. Hier ist Zweig. Gut, das brauche ich nämlich, den Zweig. Da sind die Bienen. Oh, muss echt aufpassen. Dass die mich nicht Angriff nehmen hier. Ah, die Arbeiter machen nichts. Ist wieder so eine blöde Spinne. Aber Äste sind so rar, ne? Obwohl hier überall so ein Schilf ist oder sowas, so ein Baum. Aber dass hier mal Gestrüpp oder sowas rumliegt, ist echt. Was ist das? Gerberbock. Oha, der ist ja auch groß. Großer Käfer, oder? Oha. Gerberbock. Na, mag der mich, der Gerberbock? Okay, also noch lässt er mich in Ruhe. Oh, Libelle gibt's auch. Okay. Was? Der Gerberbock hat bestimmt Chitin. Bestimmt, definitiv. Ja? Ah, jetzt greift er mich auch an, okay. Boah, der. Ach du Scheiße. Also der macht schon Schaden, obwohl er nur Stufe 6 ist, ne? Wahnsinn. Aber durch sein Chitin hat er natürlich Dings. Aber Klingenschaden. Ah, der widersteht Klingenschaden. Okay. Verstehe. Deswegen ist er so stark. Okay. Chitin. Wunderbar. Freigeschaltet Käferwurst. Jetzt ist die Frage, was bringt die, wenn ich die jetzt hier umhaue? Oh, hau doch nicht ab. Scheiße, jetzt haut der ohne ab. Ich wollte doch bloß gucken. Mensch, was der mir bringt. Ob der mir auch vielleicht Chitin oder sowas bringt, aber glaube ich nicht. Mano, muss doch nicht abhauen. Okay, was bringt der Insektenfett? Okay, Insektenei, Insektenfett. Schade. Okay, aber ich habe, wie viel Chitin haben wir? Ein. Ein. Ein Chitin. Als ob es nicht mehr davon gibt. Aber gut, wir könnten jetzt eigentlich ein zweites Beil bauen. Gut. Aber ich möchte tatsächlich eigentlich zu diesem Typen Stein, in der Steinrüstung. Wenn wir jetzt aus irgendeinem Grund sterben sollten, ist halt so, ist scheißegal. Kriegen wir schon hin. Aber wir müssen es nicht provozieren. So, bandagiert, heilt für 10 Sekunden. Okay. Geht. Aber meine Waffe ist auch schon bald kaputt. Da sind die Bienen, da möchte ich eigentlich nicht hin. Ja, ich glaube, so Multiplayer, so ist das bestimmt ein ganz interessantes Spiel. Das bockt bestimmt. Eine kleine Armee bist. Gegen Riesenspinnen oder sowas. Das fetzt bestimmt.
Also ja, man muss echt viel kämpfen. Viel, viel kämpfen. So, Geschicklichkeit mache ich auch mal hoch, ist auch sehr, sehr wichtig. Ich bin gespannt, was der braucht. Er braucht auf jeden Fall Stein. Stein, wie viel habe ich? 7. Naja, ist nicht viel. Aber egal, wie groß der Stein ist, es kommen immer 3 raus. Das finde ich ein bisschen schade. Dann hätte man nicht groß und klein machen sollen. Dann hätte man wirklich nur eine Größe machen sollen, ne? Und auch nicht verschiedene Formen, sondern, also, ich hätte mir schon gewünscht, dass es so ein bisschen variabel wäre. Gut, das war's. Mehr ist hier nicht. So, dann zeig mir mal, was du bauen kannst. Steinarmschiene, okay. Durchbohrungswiderstand ist plus 3. Bewegungstempo, ja, ich bin natürlich langsamer dadurch. Kälteschutz 3. So. Schutz 8. Das habe ich jetzt auch schon. Kälteschutz 9, Schutz 8. Größe Durchbohrungswiderstand, ja, aber ich bin dadurch auch langsamer. Also Stein ist Kälteschutz 3 und 8. Da bin ich besser. Kälteschutz 9, Schutz 8. Stein, Brustpanzer ist 3 und 12. Hier 9 und 12. Also das Einzige, was ich hier wirklich an Widerstand kriegen würde, wäre Durchbohrungswiderstand. Keine Ahnung. Die Maske würde ich jetzt natürlich bauen. Okay. Okay. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Aber ich glaube, wir sollten es dabei belassen, weil die macht mich ja jetzt schon langsamer. Man merkt es auch schon, dass die mich jetzt schon langsamer macht. Gut. Ich würde sagen, wo geht's jetzt hin? Wir müssen zu dem Skadi eigentlich, aber da ist Biene. Biene, Biene ist da. Ich will gar nicht zu Biene, Biene. Was können wir dann noch machen? Ja, aber wir müssen zu Skadi. Wir müssen gucken, dass wir jetzt irgendwie zu Skadi uns durchkämpfen oder wir gehen dahin zu Tristana. Ne, wir gehen zu Skadi. Wenn wir schon einmal hier in die Ecke sind, wir gehen zu, links genau, Skadi. Hier auch so ein Ding setzen? Ne. Gut, da geht's einfach rein. Wir gehen jetzt einfach geradeaus weiter und hoffen, dass wir irgendwie dann da zu dem Typ hinkommen. Oha, hier geht's nach unten. Noch Parkourlauf hier. Da sind wieder Bienen, ey. Muss die irgendwie umlaufen können. Okay, das ist wieder so eine Schabe. Aber Holz gibt's hier, das ist gut. Brauche ich. Gerberbock durchbohren, Schaden. Okay. Aber ja, der greift mich halt auch an, ne, wenn ich denn ihn zu lange angucke. Ich muss dahin. Obwohl, nee, der greift mich auch an. Der lässt mich nämlich nicht in Ruhe. Aber eigentlich bräuchte ich ein zweites Chitin.
Scheißvieh ist auch extrem schnell, ey. Also ausweichen bringt gar nichts. So, aber jetzt haben wir schon mal zwei Chitin, das ist auch nicht schlecht. Brauche ich auch. Auf jeden Fall. Ja, Essen brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem. Ich will vollkriegen, damit ich in der Hoffnung schneller heile. Mal gucken, es wird doch bald wieder Nacht. Also man kommt echt nicht weit weg. Oh, was ist das? Brombeer? Das ist Brombeer. Okay. Oh, was bist du? Oh, du bist auch eine Bulldog-Ameise, okay. Stufe 3 und dir fühlt sich an, als wärst du Stufe 15, Junge. Holzschwert stark beschädigt. Johannisbeere. Kann ich bestimmt lecker Saft damit machen. Oder sowas. Käferherz. Kann Kreatur heilen. Aha. Gut. Ja, also es wird ein langer Weg jetzt, ne? Bin gespannt, was da noch so kommt. Da liegen also noch ganz viele, da liegen auch ganz viele Bienen. Ist wieder so ein blöder Käfer. Ist halt so. So sind aber alle Survival-Spiele aufgebaut, finde ich. Ja, sind alle irgendwie so ein bisschen komisch. Ist das? Das ist auch eine Biene. Schmetterling. Oh ja. Sieht so aus, ob das auch eine Biene wäre. Holz. Ja, wichtig. Also so eine Kakerlaken oder was das sind. Die sind auf jeden Fall häufig jetzt hier vertreten. Das ist super schön. Nacht. Das ist ganz, ganz toll. Da freue ich mich. Ich kann halt einfach auch nicht weiter vorausschauen. Dim, dim, dim. Was ist das hier? Lass mich ja in Ruhe. Es konnte mich auch nachts auch noch Marienkäfer, aber diesmal blaue. Und die wollen mich auch aufessen. Das ist also nicht schön. Man sieht halt auch einfach gar nichts, ne? Was ist das? Ach, so ein Gerberbock, okay. Laufe ich denn richtig? Ja, ich laufe irgendwie richtig. Das scheint immer so ein Sumpfgebiet zu sein hier. Okay. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe. Oh. Nein, hier ist noch ein Bienennest und hier komme ich nicht runter. Ich hasse die Nacht. Man sieht einfach nichts. Fackel ist kaputt. Ganz toll. Ich werde verfolgt und ich sehe nichts mehr. Mann. Lass mich in Ruhe. Was ist das? Ist das auch eine Ameise? Ja. Dinosaurier-Ameise. Okay. Alles klar. Nochmal ein Gerberbock. Giftdrüsen. Oh. Giftblasrohrpfeil. Okay, cool. Na, Gift ist immer gut. So, bin ich jetzt richtig? Ja. Irgendwie.
Einfach laufen. Einfach laufen. Ich werde schon irgendwie ankommen. Glühwürmchen. Oh, cool. Erdbeere. Holzbeil. Okay, cool. Bin ich jetzt bei dem Typ? Ja, das könnte sein, dass ich jetzt bei dem Typ endlich bin. Wir sind also jetzt schon ein bisschen weiter. Knochen, Alter, hier hingelegt. Krass. Heftig. So, wo ist er denn? Oh, neue Eilenstatue. Manche Kreaturen lassen sich mit speziellen Leckereien zähmen. Aber Vorsicht, sie nehmen nur dann die Leckerei an, wenn sie dich als ihr Leittier abgesieben. Also musst du sie erst bändigen. Gezähmte Kreaturen sind treue Begleiter. Manche folgen dir und beschützen dich. Manche lassen dich sogar auf ihn reiten. Du kannst eine gezähmte Kreatur mit Nahrung heilen. Lass Nahrung neben einen Begleiter fallen, damit er es trinkt und sich selbst heilt. Mhm. Okay. Ah, deswegen ist da so ein Grashüpfer drin. Okay. Krass. So, da ist der Skadi. Hallo Skadi, sehr erfreut. Ich bin Skadi Uxelm. Das klingt nach einem Wikinger. Jäger und ehemaliger Feldwebel der Vorhut. Ich soll hier berichten über Ärger mit einer Kreatur nachgehen. Ludwig hat gesagt, er würde jemanden schicken. Was brauchst du? Kannst du Rüstung herstellen? Oha, Urkapuz, Insektenpelz, Knochen, ein Sturm zieht auf, du musst Schutz aufsuchen. Ist das jetzt dein Ernst, ey? Ich bin doch gerade erst hier angekommen. Chitinhelm, okay, cool. Widerstand gegen Klingenschaden. Bewegungstempo. Okay, das ist cool. Aber das Plus sieht man echt weh, echt schwach. Also das Bewegungstest ist Minus oder Plus? Also das sieht man halt kaum, ne? Aber Insektenpelz brauche ich auf jeden Fall. Aber der macht gute Rüstung. Cool. Das ist freigeschaltet, ja. Und aber ich bin hier geschützt. Okay, mir passiert hier nichts. Obwohl hier eigentlich alles offen ist, ne? Aber mir passiert nichts. Okay. Unten links sieht man das Symbol für die Behausung. Und da ist man geschützt. So, gab's hier in letzter Zeit Ärger, da kann man wohl sagen. Ich war bei dem ungestürzten Boot auf der Pirsch, als mich ein wütender Nashornkäfer angriff. Eine echte Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen, bevor noch jemand stirbt. Karte und Kompendium, okay, ich kümmere mich darum. Kann nur raten, vorsichtig, gut vorbereitet sein. Solltest du das Ding besiegen, bring mir sein Horn zur Untersuchung. Da kann ich klären, woher es stammt. Okay. Alles klar. Das klingt heftig. Auf jeden Fall. Wo ist der? Da oben. Nashornkäfer. Und der ist bestimmt Stufe 30 oder 40 auch noch. Oder auf jeden Fall sehr, sehr stark. Okay. Ah, macht er nichts. So, wir warten jetzt ab auf den Sturm. Und dann geht's weiter. So, hier ist auch noch ein Anschlüssel. Steht auch so ein Schlüsselanhänger, okay. Aber cool. Gut, wir warten, bis der Sturm vorbei ist. Da sind wir wieder zurück. Der Sturm ist zu Ende endlich. Und ja, wir gucken jetzt mal den Nashornkäfer da an. Ich bin gespannt, wie groß, wie stark der ist. Ja, die Tiere zähmen. Ja, keine Ahnung, wie man die Tiere zähmen kann. Also, das ist es ja. Es ist... Wird hier einfach viel zu wenig Infos darüber gemacht. Klar, Kompendium, ja, aber weiß ich nicht. Codex. Nur ungefähr, was ich so machen kann. Also ich kann auch drei Kreaturen noch sozusagen braten, damit die mir Essen geben. Werkbank gibt es auch noch so einiges. Oh, die Dinger kann ich sogar in der Werkbank bauen. Okay, Steinschleuder. Ah, das sind die größeren Dinger. Okay, hier, krass. Steinspeer. Ja, Steinspeer klingt immer gut. Durch Bohren Schaden macht er. Steinziegel. Okay. Steinhammer. Ach, der macht stumpfer Schaden. Okay. Saatenölen. Verfeinertes Holz. Feuersteinbeil.
Okay, es macht wohl mehr Schaden. Feuersteinspeer, Feuersteinschwert. 16 bis 22 Schaden. Okay, wie viel macht nochmal? Ja, 8 bis 11. Ja, okay, doppelte auf jeden Fall. So, aber ansonsten, also den fehlt noch, dann fehlt noch der Kessel, Apothekertisch, Gerberei, Webstuhl, Windmühle, Steinofen, Ofen, Schmiede. Okay, da kommt also noch, kommt noch gewaltig was. Okay, krass. Gut, naja, wir gehen jetzt einfach mal gucken. Erst noch mal kurz was und dann zack. So, schauen wir mal. Oh, hier gibt es auf jeden Fall sehr viel Holz. Beziehungsweise, ja, sah zumindest nur so aus. Schade. So. Oha, da ist das Boot. Da sind ganz viele Bienen. Okay, also so schnell werden wir da wohl nicht hinkommen. Okay. Überall Bienen. Schade. Ich hätte jetzt gern geguckt. Müssen wir gucken, ob wir hier so einfach hin können. Ich hoffe es. Hätte einfach gern mal nur gesehen, wie das Ding aussieht, ey. Oh, was ist da? Auch nochmal so ein Ding. Grüner Käfer, okay. Na, sehr einfallsreich. Einfach nur grün, grünen Panzer gemacht und gesagt, hier neuer Käfer. Bam. Oh, das ist Wasserkäfer. Mhm. Wasserkäfer. Ah, die greifen mich auch alle an. Und mein Holzschwert noch kaputt. Das macht nur noch einen Schaden, ey. Ich krieg die Krise. Was denn jetzt? Oh, wie gemein das ist. Wenn meine Gesundheit unter einem bestimmten Wert ist, dann tut sich meine Ausdauer nicht mehr auf. Oder? Hä? Doch. Aber irgendwie, wieso macht er das nicht? Ey, das kannst du ja voll vergessen. Du blödes Vieh. Ich wollte gucken, wie das aussieht und du hinderst mich da dran. Kann ja wohl nicht wahr sein. Junge, schnell heilen, bevor wir das nächste Vieh kommt. Ey, das ist echt heftig. Rotes Dörrfleisch, okay. Lecker. Dörrfleisch. Oha, ist das der Käfer? Nee, das ist aber noch ein Riesenkäfer hier. Grüner Käfer, nee, der sieht aber irgendwie größer aus als der andere gerade. Okay, ich will da nicht hin. Ich will gucken, wie der scheiß Nashornkäfer aussieht, Mann. Lass mich doch einfach in Ruhe. Wenn heilen durch so ein Ding, heile ich mich auch nicht richtig. Also das ist echt krass. Macht vielleicht gerade mal 20 oder 30, ne? Ja, toll. Jetzt komme ich da natürlich nicht vorbei. Du kommst hier nicht vorbei. Scheiße. Ich will doch bloß gucken. Sauerampfer. Aha. Okay, noch wurde ich nicht entdeckt. Da ist ein Nashornkäfer. Okay. Lol. Der sieht ja kleiner aus als alle anderen. Wow. Das ist so ein Riesending, ne? Aber es sieht ja kleiner aus wie alle anderen Käfer. Der kann bestimmt fliegen. Ja, schieb mich ruhig rum. Oha, Alter. Krass. Und der ist so stark. Das heißt, ich muss den hinten angreifen.
Ja, ich habe natürlich jetzt keine gute Waffe. Komm, obwohl ich ausweiche, ne? Obwohl ich ausweiche, kriege ich trotzdem Schaden. Also wofür muss ich ausweichen? Das verstehe ich nicht. Naja, egal. Wir müssen da ein bisschen stärker werden, alles. Und, ja. Ich glaube, im Team ist es auch wirklich einfacher. Also, wenn ihr Freunde habt, spielt das mit denen zusammen. Ich glaube, allein ist es recht schwer. Und, ja. Aber jetzt sieht man, was so auf einen zukommt. Jetzt weiß man ungefähr, was man machen muss. Genau. Marienkäferreise. Ja, ich brauche Nektar. Sonst könnte ich mir auch so Marienkäfer irgendwie zähmen, aber... Weiß nicht, woher ich Nektar kriegen soll. Na? Okay, gut. Ja, das war zweite Folge, sage ich jetzt mal, von Smalllands. Und wenn dir das gefallen hat, lass gerne mal einen Daumen hoch. Oder wenn du mehr von sehen willst, oder sage ich jetzt mal, mehr von anderen Videos sehen willst oder von mir sehen möchtest, dann würde ich mich auch über Abo freuen. Komm auf unser Discord, da kann man sich ein bisschen unterhalten über Spiele oder auch andere Mitspieler suchen für jegliche Spiele, die du möchtest. Und ja. Ansonsten, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, tschüss.